Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Burnout Paradise. So, ihr seht, ich habe mein Dingens hier online-mäßig aktualisiert. Also man sieht jetzt mein Bild dort von PSN und mein Name, also Sim900. Und okay, weiter geht's. Ich habe jetzt mehr den Wagen schon mal ausgewählt. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass ihr von 120 Ampeln in der Stadt 120 Events starten könnt. Ihr seid also immer nur einen Steinwurf von der Burnout-Action entfernt. Worauf wartet ihr noch? DJ Atomica, Crash FM. Also ich warte drauf, bis die mal die Fresse hält, aber okay. So ja, wir wollten ja die Burning Roots machen und das werde ich jetzt nochmal machen. So, mal gucken, wo das jetzt ungefähr ist. Also. So, ja, komm, wir sind in der Nähe. Dauert nicht lange. Da rasen wir da mal schnell hin. Boah, ich hoffe, mein Mikro ist jetzt an. Ach, boah, ist an. Gut. So. Da vorne ist es ja schon fast. So, nochmal hier durchrasen und da haben die Kurve jetzt nicht. Müsste jetzt sein. Oh ja. Komm, start. Okay. Rase zum Country Club im Norden. Die Zeit läuft. Country Club. Der ist. Ach, ja doch, da ist da oben. Gut, ja. 3,6 Kilometer. Einfach. Ah ja, ich muss die Rekorde abstellen, weil die nerven mich. Oder nee, die sind schon aus, oder? Ja doch, jetzt sind sie aus, oder? Ah, jetzt sind sie, ne, sieht jetzt aus? Ne, immer noch nicht. Doch, mal die aus. Mann! Na, drauf geschissen. So, Paradise. Da sieht man noch im Hintergrund Paradise City, da fett. So, davon muss ich auch, glaube ich, abbiegen, ja. Aber nicht in den Typen reinfahren. Wäre nicht so gut. Dick Paradise City. Ja, nach rechts am liegen. Habe ich gesehen. Oh, wir haben noch fast eine Minute, also 50 Sekunden ungefähr. Das war ganz einfach im Moment noch. Also ich brauche noch 6 Siege bis zum nächsten. Ja, komm, das. Ich weiß nicht, ob wir das in diesem Part noch schaffen, aber. Naja, mal sehen. Vielleicht in zwei Parts. Mal sehen. Newton DR, was ist denn DR? Doktor, Newton Doktor. So, Sieg. Oh, Sieg! Jetzt kriege ich schon eine bessere Version vom Wagen. Und noch 5 Siege. Da habe ich ja, glaube ich, schon die B-Lizenz. Cooles Rennen. Oder die C. Oder ich habe jetzt schon die C. Also der Wagen gefällt mir. Ich glaube, mit dem werde ich jetzt auch, glaube ich, das mit der besseren Version, die wir jetzt gerade auch bekommen haben. Sieh dich auf den Straßen nach oh. Rossolini Allen Classic um. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Ja, der sieht aber scheiße aus, ne? Ne, ich glaube, ich werde den Wagen, den wir jetzt halt gerade haben, eine bessere Version davon jetzt gerade nehmen, die wir gerade auch bekommen haben, und mit der jetzt rumfahren. Und, oh, ich muss mal eben zum Schrottplatz fahren. Der müsste jetzt am Ende der Straße hier sein, wenn ich mich nicht irre. Ich fahr zum Schrottplatz, hey. Ich muss gleich mal wieder so eine Road Rage machen, obwohl ich habe noch, glaube ich, ein oder zwei Wagen, mit denen ich Burning Route machen kann. Da könnte ich auch gleich mal schon den neuen Wagen suchen. Aber mit dem werde ich, glaube ich, nicht so intensiv fahren, weil der gefällt mir irgendwie nicht so. So. Boah, knapp, richtig knapp. So, und jetzt können wir direkt die andere Karre nehmen. New Rex hier. Jetzt sehe ich wieder meine Karre. Burnout Roadster. Boah, es sei denn, das ist eine Speed-Dingens hier. Ein Speed-Typ. Also, wenn man nur durch Geschwindigkeit einen Boost bekommt, dann nehme ich den nicht. Also, das ist scheiße. Ja, nee, doch, ist ein Stunt-Typ. Ja, das ist ein Tempo-Typ. Ja, Tempo-Typ. Der Wagen. Genau, mit dem muss man noch mal gucken. Komm, fall runter. Bäm. Fortfahren. Was guckst du nicht? Da guckst du blöd. Ja, erstmal reparieren gehen, würde ich sagen. Und dann
Oh, ich hätte die Burning Wood dafür noch gar nicht gefunden, sehe ich gerade auf der Map. Sonst wäre das irgendwo an irgendeinem Rand angezeigt, aber... offenbar... noch nicht gefunden. Da würde ich sagen... ah ne, wohl doch. Jetzt zeigt er mir das halt an. Wie dumm. Ne. Oh, ne, Alter, boah, widerlich. Ist klar, was wollen die noch? Dann ziemlich eine Road Rage einfach, die hier unten ist. Und fahr mit der Road Rage so irgendwie in die Richtung. Dann ist das keine verschwendete Zeit. No, 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 no. Bisschen Boost tanken. Boah, ich höre die ganze Zeit so Wagengeräusche. Das wäre irgendwie jetzt gerade irgendwie in der Nähe der andere Wagen, den ich fangen muss. Aber okay, dann machen wir jetzt mal die Road Rage. Es müssten jetzt 5 oder 6 sein, oder? 5, 6 Takedowns? 4, ja. Einfach, einfach. Ja, klar, da rammt mich und nicht. Boah, 4 Takedowns. Billig, billig, billig. Oh. Ah, was ein Idiot. Der hat mich voll angezogen. Ich wollte den klatschen, dann bin ich gegen den Wagen gefahren. Total Schaden. Ah, geil. Jetzt kommt ein geiles Lied. Das ich auch gern gehört habe hier in Burnout. Hier. Yeah. Oder war das das? Keine Ahnung. Ne, ich glaube nicht, dass das Lied war, aber egal. So, ich wollte in die Richtung von dem einen Burning Root fahren, oder einen Burning Root. Ja, muss jetzt hier rechts. Ja, krass, krass. Jetzt passiert. Die fickt mich alle ins Knie, Mann. Okay. Schön, dass sich selber gegenseitig klatschen. Obwohl, ich kann jetzt eigentlich auch Handbremse drücken und einfach das Event beenden, aber ich will ein bisschen Gesellschaft haben. So ein paar Bots, ne, hier, ist voll geil. Mit der Gesellschaft hier mit ein paar Bots rumzueiern. Kratz ab, Mann. Ah, okay. No, 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 no. Und den klatsche ich auf. Und jetzt fahre ich irgendwie falsch, oder? Fahre ich jetzt falsch, oder? Ne, ich glaube immer noch richtig. Und dann muss ich jetzt hier rechts abbiegen. Boah, Alter, leck mich. Ich fick mich von hinten. Ach, drehen. Wo? Bam. Alter. Was ist denn die Burning Wood? Ich muss jetzt... ich meine da... vorne. Nutze die Werkstätten, um im Rennen zu bleiben. Ah, kritischer Schaden vor zur Werkstatt. Ne, das werde ich jetzt nicht machen. Denn irgendwie hier in der Nähe ist ja das Rennen schon, deswegen. Vielleicht ja unnötig. Es sei denn, irgendwie auf dem Weg ist eine, Dingensphäre. Reparierwerkstatt, das weiß ich. No, 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 no. Wo ist das Rennen? Ich meine, das wäre jetzt hier in der Nähe, deswegen bremse ich jetzt mal langsam. Ja, ich bremse jetzt mal, es muss hier irgendwie in der Nähe sein. Boah, super, 7 Sekunden. Ja, klar, da kommen noch ein paar angeflogen. Okay. Noch 4 Siege. So. Wo ist das jetzt? Ah, nur die Straße runter, sauber. Nicht weit weg. So, die Burning Route und dann könnten wir auch wieder eine normale Rennen machen. Obwohl, ich habe ja gerade eben einen Road Rage gemacht. Wow, ja, ich müsste gleich mal wieder ein Stunt-Rennen machen. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Los.
Solon Stallion Ranch, okay, ich hatte. Boah. Ich guck mir kurz an, wo man startet und wo das Ziel ist und schon habe ich den Weg in meinem Kopf, ey. Das ist. Ich hab Burner irgendwie zu sehr gesuchtet, glaube ich. War irgendwie relativ geil. Sehr geil war das. Ist immer noch geil. Macht mir auf jeden Fall immer wieder Spaß, um das Spiel zu zocken. Ja, ich weiß, dass ich nach rechts abbiegen muss. Ich kenne die ganze Strecke schon. Ist jetzt auch vielleicht ein bisschen langweilig für euch, da ich nicht so oft faile, aber naja. Ja, vielleicht besser als anstatt immer zu failen. Teilweise noch. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich hier durchfahren kann. Ja, doch kann ich. Ich die ganzen Wände immer wieder berühre. Ach, okay, hier dann. Gut. Gerade habe ich so auf die Map geguckt. So, jetzt kommt ein geiler Sprung. Bam. Abkürzung. Und davon schon erzählt. Das war relativ einfach. Win. Und die Zeit 1 Minute 11 und ja, vorgegeben zeigen die mir jetzt noch nicht an. Noch 3 Siege. Geschafft. Deine Belohnung, der Aha. Reliable Special steht aber mit dem Wagen werde ich. Aber mit dem Wagen werde ich aber nicht so oft fahren. Naja, gesagt gar nicht. Weil mit dem bin ich selten gefahren. Da fahre ich halt gemein selten. Pff, ja, so, ja, komm, mach mir mal ein Rennen. Welche Richtung geht da? Ach, sauber. Ungefähr in die Richtung wollte ich auch fahren. Gut. Ist auch praktisch, wenn man da irgendwie ein Rennen beendet hat, kann man direkt in eine Kreuzung suchen und dann das nächste Rennen machen. Hat einen Vorteil. Ah ja, ach so, ja, Takedown. Geht ja auch im normalen Rennen. Ah ja, ich muss auch Takedowns mit dem Wagen machen, das ist ja ein Crash-Car. Deswegen ist es notwendig. Nein, 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 nein. Aber nicht so crashen. Kann auch mit Sprung tanken, ja, so ein bisschen, ja. Kann auch. Ist auch so teilweise ein Stunt-Car, so. Ha, dumm. Wie? Okay. So. Und bam. Werbetafel hat kurz mitgenommen. Bin erster, sauber. Hab ich gar nicht gemerkt. Da vorne ist eine Tanke, kann ich eben nachtanken. Lalalala. Muss nochmal dick Boost geben und. Oh, ich glaube, ich hab schon die Kurve längst verpasst. Boah. Bin ich behindert. So, jetzt wo lang? Sag mir. Okay, rechts. Ah, leck mich, ich bieg jetzt nicht ab. So. Teilweise achte ich auch nicht auf die Anzeige da oben, ob er nach links oder nach rechts blinkt. Ich denke mir so, ich fahre jetzt einfach geradeaus und dann später am Ende mache ich die Kurve. Also. Ist geil, um zu fahren, wie man Bock hat. Aber in seine eigene Freiheit. Dass man die Qual da war, wo man abbiegt. Aber ich mal, ja komm, ich fahr jetzt hier links rein, ja genau jetzt. Cross. Okay. Langsam habe ich das Spiel wieder drauf und jetzt nicht mehr. Zauber. So, noch 0,6 5 4 3 2 1 Kilometer und Twin wieder reingedriftet. Du hast gewonnen, erster Platz, sauber. Noch 2 Siege und dann habe ich die die B-Lizenz, ne? Sieh dich um nach dem Hunter Manhattan. Ah, geil. Mit dem habe ich auch öfters gefahren. Der ist Hammer. Den muss ich jetzt direkt mal suchen, aber ich
Hammer. Ja, nee, ich suche, nehme jetzt den anderen Wagen, Stuntcar, und mach wieder einen Stuntrun. So, die Werkstatt oder nee, Schrottplatz, boah, ich verwechsel das immer. Schrottplatz ist ja dort vorne. Dort vorne. Da vorne. So, ja, obwohl der Wagen ist eigentlich ganz in Ordnung, aber ne. Ne, 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 so gar nicht, gar nicht. Ich bin so der Stunt, ne, der Stunt-Typ, ne. Ja, Stunt-Wagen-Typ, ja, genau. Aber, oh, da, Wagen, Wagen. Gib, 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 gib. Oh, super. Wo ist er? Wo ist er? Ah, da. Okay, den muss ich jetzt nochmal klatschen, da tut mir jetzt leid. So, so, jetzt aber, jetzt, jetzt. Bam! Ciao, Rossolini. Wurde zu deinem Schrottplatz geliefert. Okay, noch nebenbei einen Wagen gekriegt. Geil. Dann nehme ich jetzt einen Wagen. Blink, blink, jetzt kriege ich wieder zwei Wagen. Der Hunter Reliable Special. Ja, nee, den, mit dem werde ich nicht fahren. Mit dem jetzt, also ich, ja, mal gucken, ich werde ihn jetzt mal nehmen und gucken, ob die Burning Route von den, für den schon vorhanden ist. Wenn ja, dann fahre ich mit dem jetzt eben und wenn nicht, dann nicht, ne. Das müsste aber auch ein Tempo-Car sein, also der Rossolini, ja, ist es auch. So, fortfahren. Dann kann ich ihn direkt mal reparieren gehen und wenn ich Glück habe, finde ich auch gleich den anderen Manhattan. Nein. Okay. Ich glaube, ich muss ihn erst reparieren, bevor man die Burning Roots zu dem sieht, oder? Boah, ey, wieder schleudert, ne. Ist gar nicht mein Ding. Ja, Burning Roof für den ist vorhanden. Dann würde ich sagen, fahre ich da mal hin. Cool, ist hier. So, markieren. Ach, markieren geht ja gar nicht. Ich mache jetzt mal Market Man hier. Wenn ich schon mal hier bin. Obwohl, der Wagen eignet sich nicht so gut dafür. Der ist ja kein Wagen, der so viel aushält. Ich bin ein Opfer. Von da unten kann ich eigentlich relativ gut wieder dahin fahren. Obwohl, warte mal. Ich gucke mir das eben noch mal an, wie ich da fahre.